Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute den Lesemonat des Monats Oktober für euch. Es wurden insgesamt 12 Bücher und für die Statistiker unter euch, es waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Printexemplare und der Rest waren E-Books. Beziehungsweise habe ich eins davon, beziehungsweise zwei davon, auch zwischendurch mal als Hörbuch bei BookBeat gehört. Ich würde sagen, wir starten auch wie immer direkt mit den E-Books. Das erste wäre gewesen Immer Drama um das Lama von Katharina Gersch. Das habe ich im Rahmen meiner Tätigkeit als Stammblogger bei Vajona gelesen und ich musste wirklich so oft an mich halten, gerade wenn ich abends gelesen habe, nicht laut aufzulachen. Ich habe mir tatsächlich einmal das Kind geweckt, weil ich einfach so aus dem Nichts heraus angefangen habe zu lachen. Und die Kleine lag gerade bei mir auf der Couch und hat ein bisschen gedöst. Und ja, dann war sie halt wieder wach. Aber ja, ich habe vorher tatsächlich noch nichts von der Autorin gelesen und habe mich dementsprechend überraschen lassen. Aber die Geschichte rund um Lila und das Drama und das Lama war einfach so witzig. Also, wer etwas zu lachen möchte, für den ist das Buch auf jeden Fall gedacht. Es geht halt darum, dass Lila von ihrem Freund betrogen wird, dass sie ihn quasi in flagranti erwischt und ja, dann nimmt das Chaos seinen Lauf. Sie beschließt, ihm einen wertvollen Besitz zu stehlen, sein heißgeliebtes, riesengroßes, ich weiß nicht wie groß, also ich habe mir das wirklich so, es passt kaum durch die Tür groß vorgestellt, ein Plastiklama, das er irgendwo ergattert hat und das er abgöttisch liebt, das beschließt sie ihm zu klauen. Und ja, eigentlich dann nimmt das Chaos seinen Lauf. Wir lernen halt ihre Clique kennen, ihren Freundeskreis, ihre Arbeitskollegen und die sind alle gar total Banane. Und auf der Flucht mit dem Lama lernt sie auch Martin kennen und Martin ist Barkeeper und wird als äußerst attraktiv beschrieben. Dabei hat sie doch eigentlich gesagt, sie möchte keine gut aussehenden Männer, die auch genau wissen, dass sie gut aussehen, in ihrem Leben haben. Ja, aber schon allein vom Klappentext her erfahren wir, dass ihr Vorhaben nicht ganz so umgesetzt wird, wie sie das denn gerne hätte. Während des Lesens kamen tatsächlich auch einige Plot-Twists auf, mit denen ich gar nicht gerechnet habe. Also manche Teile des Buches habe ich anhand vom Klappentext so nicht erwartet, aber ja, das ist ja immer das Gute, oder das halte ich ja immer den Autoren zugute, dass ja, man mich einfach noch überraschen kann. Ich kann nur für mich sagen, dass ich bei New Adult halt sehr oft das Problem habe, dass ja, ich direkt von Anfang an schon weiß, was so die Probleme eines Buches sein werden und was ja, geschehen wird. Sagen wir es mal einfach so. Jetzt habe ich viel zu lange um den heißen Brei rumgeredet. Ich finde die Geschichte richtig, richtig schön. Wer wirklich was zu lachen haben möchte, der sollte sich das Buch vielleicht mal zu Gemüte führen. Es ist jetzt kein literarisches Highlight, muss man auch dazu sagen. Es ist aber eine super lustige Geschichte, einfach mal für zwischendurch was zum Lachen zu haben. Das nächste Buch habe ich von der Autorin zur Verfügung gestellt bekommen, als Vorableser quasi. Ich spreche von Schattenwede, Folge mir nicht, von Corinna Kallar. Da sage ich jetzt aber gleich schon vorab, es gibt da aktuell ein paar Probleme mit Amazon. Also das Buch ist am 31.10. offiziell als E-Book erschienen und bei Thalia und Co. ist es auch überall online und funktioniert einwandfrei. Aber leider hat Amazon sich da irgendwo einen Bug reingehauen. Das heißt, wer die Datei bei Amazon kauft, der kriegt gegebenenfalls eine fehlerhafte Datei. Ist richtig ärgerlich. Ich meine, ich bin selbst Self-Publisherin. Das würde mich auch maximal stressen und ärgern. Aber ich werde euch unten deshalb nur den Thalia-Link verlinken, weil dort funktioniert alles einwandfrei. Ich möchte es eigentlich einfach nur sagen, Corinna ist schon total am Boden
emotional gesehen. Und ich dachte mir, ich sag's euch jetzt einfach, damit ihr, falls ihr es euch wirklich kaufen wollt, weil es euch anhand meiner Besprechung gefällt, doch dann vielleicht lieber den Thalia-Link nutzt, beziehungsweise ich werde euch dann gar nicht erst den Amazon-Link drunter packen, dass das einfach ausgeschlossen ist. So, jetzt kommen wir aber zum Inhalt des Buchs. Wir begleiten die Journalistin Nora, die gerade ein Volontariat bei einem TV-Sender beendet hat und ihr Chef ist halt so ein richtiges Pupsloch und bietet ihr quasi einen Folgevertrag an als Festanstellung, der aber sowas von unter aller Sau ist, bei dem sie noch weniger gefühlt verdient als bei ihrem Volontariat und er macht halt die Anstalten und sagt, ja, ein besseres Angebot kannst du jetzt aktuell nicht kriegen und guck dich in der Branche um, du wirst kein besseres bekommen. Und sie weiß halt ganz genau, dass das wirklich noch weniger als das Minimum ist, was er bezahlen könnte und zeigt ihm dann halt den imaginären Mittelfinger und es entsteht ein riesiger Krieg und sie schreien sich an und sie stürmt Wut in Brand aus dem Gebäude. So startet das Ganze und steht auch so im Klappentext, also da verrate ich euch jetzt nicht so viel. Und sie trifft dann im Laufe der nächsten Stunden auf Toni. Toni macht ihr klipp und klar, dass er nur auf Spaß aus ist. Und ja, man merkt aber, er hat eine super harte Schale. Aber man kriegt von Anfang an mit, dass der Kern innen drin eigentlich sehr, sehr weich ist. Aber er hat auch ja, ein paar Geheimnisse, auf die ich tatsächlich nicht gekommen bin während des ganzen Buches. Also das Buch hat auch über 500 Seiten, wenn ich das jetzt noch richtig weiß. Und meines Erachtens hätten es 100 weniger auch getan für die Story. Ich hatte nämlich so ein, zwei Problemchen. Also Nora ist halt so ein Hitzkopf, sie muss immer diskutieren und will sich nicht aushalten lassen, will sich nichts bezahlen lassen und will halt wirklich so Einzelkämpfer-Modus machen. Aber ist auf der anderen Seite auch total hin und weg von Toni, der aber gleich sagt, nee, Beziehung ist nicht. Aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl gehabt, dass Nora das gar nicht hören will. Dass es sehr oft nur darum ging, dass Nora ihren Kopf durchsetzt. Und genau das war halt auch so ein Knackpunkt. Also die haben sich dann immer vertragen. Und dann manchmal wurde dann so unnötigerweise ein Streit eingeworfen, der nicht hätte sein müssen. Und das war halt zwei, drei Mal, wo ich dachte, es ist doch gerade alles gut. Warum hat sie jetzt schon wieder Streit angefangen? Und da habe ich mir auf der Couch gedacht, warum? Warum muss die Menschheit immer so viel streiten? Es ist doch gerade alles easy peasy, lemon squeezy. Aber ja, das war so der einzige Kritikpunkt, den ich hatte. So das Untereinander zwischen den beiden Protagonisten. Man hat halt gemerkt, sie finden sich toll und sie mögen sich und sie lieben sich und whatever. Aber viele Streits waren einfach unnötig. Das hat dem Ganzen bei mir dann aber keinen Abbruch getan, weil mir die Story echt gut gefallen hat. Es kamen später auch so ein paar paranormale Punkte, die ich zwar durch den Klappentext und dieses etwas paranormales blablablub wusste oder von denen ich wusste, aber ja, die ich mir anders vorgestellt hatte und die mich dann doch etwas überrascht haben und auch begeistert haben. Alles in allem würde ich sagen, dass Corinna weiß, was sie da tut. Also mir hat es vom Schreibstil etc. schon sehr gut gefallen. Ja, wie gesagt, etwas kürzer und dann wäre es auch okay gewesen. Das Buch, das ich als allererstes im Monat gelesen habe, war Wenn ich uns verliere von Antonia Wesseling. Ich habe sie auf der Buchmesse getroffen und sie ist einfach so, so süß und so, so lieb. Wir haben ein bisschen gequatscht und ja, deshalb bricht es mir fast das Herz, wenn ich jetzt was nicht ganz so Schönes über ihr Buch sage. Aber es ist halt einfach, ja, nicht immer kann jedes Buch jeden Geschmack treffen. Also die Story an und für sich fand ich richtig cool. Wir begleiten Maggie, die einen schweren Verlust erlitten hat. Ihre Schwester ist gestorben und das macht ihr natürlich arg, arg zu schaffen. Und wir treffen auf Leo. Die beiden lernen sich kennen und plötzlich stößt Maggie ihn nach einem wundervollen Tag einfach weg. Also sie lernen sich kennen, verbringen einen wundervollen Tag zusammen und plötzlich von jetzt auf gleich stößt sie ihn weg.
Und er weiß halt gar nicht, warum. Es geht halt in dem Buch viel um Trauerbewältigung, was ich richtig gut fand. Also wir fangen jetzt erstmal mit den positiven Sachen an. Ich fand es richtig gut, dass das in dem Buch so thematisiert wurde. Aber es geht auch viel um psychische Erkrankungen. Ich werde jetzt nicht drauf eingehen, was Maggie hat. Aber ich bin damit nicht klargekommen. Also sie hat sich in manchen Situationen verhalten und ich konnte es einfach nicht nachvollziehen. Vielleicht, weil ich einfach mit der Thematik nichts zu tun habe, weil ich mich mit der Thematik noch nie beschäftigt habe. Und andere würden sagen, ja, das ist total realistisch geschrieben. Das kann auch sein, um Gottes Willen. Also, ne, sei jetzt mal dahingestellt, von der Realität kann ich nicht viel greifen. Also, da habe ich keine Bezugspunkte zu. Aber das Verhalten, das Maggie halt an den Tag gelegt hat, hat mich genervt. Ich kann es nicht anders sagen. Es war selbstzerstörerisch und hat mich einfach genervt, weil ich es nicht nachvollziehen konnte. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendjemanden kritisieren möchte, der krank ist, der dieses Leiden auch mit sich trägt. Also ich möchte da echt niemandem auf den Fuß treten oder sowas. Aber ich hatte mich irgendwie auf so einen schönen New Adult Roman mit Tiefgang gefreut, aber war im Endeffekt doch sehr, sehr oft genervt von der Handlungsart und Weise von Maggie. Dass es irgendwie so ein bisschen meine Lesefreude überschattet hat, aber ja. Die Grundstory fand ich richtig, richtig schön und die Charaktere fand ich an und für sich auch richtig schön. Es war halt dieser eine Punkt, der mich gestört hat und ja, deshalb konnte ich, glaube ich, auch nur 3,5 Sterne geben. Aber ich denke auch, wenn man ein Buch lesen will, das enorm emotionalen Tiefgang hat und Charaktere aufweist, die halt auch negative Ecken und Kanten noch und nöcher haben, dann wäre das Buch natürlich perfekt. Aber es hat mich auch einfach in einem Moment in meinem Leben erwischt, wo es mir persönlich auch nicht so gut ging. Also ich wurde jetzt nicht davon getriggert oder so, aber momentan ist bei mir halt auch viel im Umbruch und viel Kopfzerbrechen etc. Und dann hat mir dieses Negative irgendwie auch noch, ja, mit zugesetzt. Und genau so ging es mir leider auch beim nächsten Buch. Jetzt kann ich es euch auch zeigen, das war kein E-Book. Das war nämlich von Liza Grimm, Hinter den Spiegeln so kalt. Ich fand die Grundgeschichte mega. Einfach ein altes Märchen zu nehmen und da eine neue Adaption draus zu machen. Richtig, richtig cool. Hier geht es um Finja, deren Tochter plötzlich spurlos verschwunden ist. Und ja, irgendwie glaubt ihr niemand, dass sie fühlt, dass ihre Tochter noch am Leben ist. Also, dass ihr nichts geschehen ist, sondern dass sie irgendwo entführt wurde. Weil sie sagt, eine Mutter spürt das, wenn ihr Kind nicht mehr lebt. Und ich meine, ich bin ja auch Mama und ich konnte das auch sehr gut nachvollziehen. Oh Gott, wenn Marla nicht mehr da wäre, wenn die auf einmal entführt wäre, hier wird auch eine Welt zusammenbrechen. Aber ich muss halt auch sagen, so die erste Hälfte vom Buch hat mich das Gejammer von Finja auch gestresst ohne Ende. Ich weiß nicht, ob es jetzt einfach nur an meiner aktuellen Situation liegt, dass ich genug selbst um die Ohren habe, dass ich mir das Gejammer von anderen Leuten nicht den ganzen Tag anhören möchte. Das klingt jetzt voll eklig, ich weiß das. Aber ja, ich denke mir immer, ich will bei Büchern in eine andere Welt abtauchen, die mich von meinem Kopfstress ablenkt und die mich glücklich macht. Und ja, ich wusste, dass das Buch düster ist und ich wusste, dass das Buch nicht immer ganz so positiv ist, aber ja, die erste Hälfte war halt sehr viel Gejammer und hat sich irgendwie alles so ein bisschen selbst im Kreis gedreht. Das schließt aber jetzt nicht drauf, dass mir das Buch nicht gefallen hat, denn am Ende muss ich sagen, es war ein schönes Buch, es hat mich unterhalten gegen Ende dann. Es kamen Aspekte drin vor, die ich zwar so irgendwo kommen gesehen habe, aber eine Sache, die hat mich dann tatsächlich auch überrascht und da konnte ich als Mama auch sehr gut mitfühlen und da habe ich das Gejammer
das dann in Wut umgeschlagen ist, auch richtig gefühlt und dachte so, ja Mädchen, jetzt sind wir auf einer Wellenlänge, lass die Wut raus, jetzt können wir mal nochmal weitersprechen. Dementsprechend kann ich es euch natürlich jetzt auch empfehlen, wenn ihr jetzt sagt, ja, das Gejammer, das stört mich nicht, ich meine, du hast deine Tochter verloren, jammer so viel du willst, Mädchen, dann kann ich euch das Buch auch sehr, sehr ans Herz legen. Denn die Plot-Twists, die reißen es definitiv nochmal raus. Und was es für mich natürlich dann auch sehr, sehr spannend gemacht hat, war das plötzliche Auftauchen von Hexen und die Aufnahme von einer Hexenthematik, einem Hexenzirkel. Und wie ihr wisst, bin ich ja aktuell total im Hexenfieber. Und ja, das gab nochmal einen dicken, dicken Pluspunkt. Dann habe ich endlich den finalen Band von Kira Kroos Reihe lesen dürfen. Ich weiß gar nicht, ob sie alles Reihe heißt, aber ja, das spielt jetzt auch nicht unbedingt eine Rolle. Ich habe Anouks Geschichte geliebt. Kommen wir jetzt von den ganzen Kritikpunkten zu einem Buch, bei dem ich nichts zu kritisieren habe. Wirklich gar nichts habe ich hier zu kritisieren. Ich habe das Buch, glaube ich, auch innerhalb von fast einem Tag durchgesuchtet, weil ich mich A, schon so darauf gefreut habe, Anouks Geschichte zu lesen und B, ja, das Buch einfach nicht beiseite legen können, weil die Geschichte mich so gepackt hatte. Also es geht um Anouk, die schon seit, ja, seit jungen Jahren mit Kaya zusammen ist. Und sie sieht dann halt irgendwie, dass ihre beiden besten Freundinnen sich weiterentwickeln, ihr Leben, ja, neue Bahnen einschlägt. Und bei ihr ist irgendwie so Stillstand. Und sie denkt halt, okay, ich muss jetzt einfach meinen Beziehungsstatus ändern. Ich will jetzt Single sein. Ich muss irgendwas aus meinem Leben machen. Ich bremse Kaya nur und ich bin jetzt wieder Single. Und stürzt sich auch so ein bisschen in den Single-Markt, unverhofft. Und es hat mir einfach so viel Spaß gemacht, ihr dabei zuzugucken, wie sie ja, jemanden kennenlernt und wie sich das entwickelt und was das für ein Typ ist. Weil dieser Valentin, so heißt der Junge, ist ein Typ Mann, den, denke ich, wir alle kennen und mehr oder weniger hassen oder lieben. Und das zu beobachten, dieses Spiel zwischen Anouk und Valentin war total interessant und als dann irgendwann nochmal die Komponente Kaya dazu kam und dieses, ich sag jetzt mal, Liebesdreieck entsteht, ja, spätestens da konnte ich das Buch dann auch nicht mehr beiseite legen. Wie ihr wisst, bin ich ja ein Riesenfan von Liebesdreiecken und fiebere dann immer mit der Protagonistin oder dem Protagonisten mit, wie das Ganze denn ausgehen wird. Ich kann euch auf jeden Fall diese Reihe nur wärmstens empfehlen. Wer auf New Adult steht, der muss sich diese Reihe unbedingt anschauen. Wirklich, alle drei Bände, die haben mich so überzeugt. Ich habe Kira leider auf der Buchmesse nicht getroffen. Also sie hatten nur Freitags Signierstunde und ich war ja erst samstags da. Habe sie leider auf dem Gelände auch nicht entdecken können. Aber ja, was soll's. Wir probieren es einfach dann in Leipzig nochmal. Das nächste Buch ist ebenfalls ein Teil einer Reihe. Es ist der vierte Band der New Hope-Reihe und spielt in dem kleinen verschlafenen Örtchen New Hope. In der Reihe geht es ja auch darum, dass jeder Band ein anderes Pärchen quasi beschreibt, wie zum Beispiel auch bei dem Buch, das ich ebenfalls gelesen habe, A Place to Grow. Da geht es ja auch um eine kleine Stadt, in der jeder Band sich quasi um ein anderes Protagonistenpärchen, Liebespärchen dreht. Ja, hier in New Hope, das Funkeln der Sehnsucht, geht es um Jackson, der etwas unfreiwillig zurück in seine Heimatstadt kommt. Eigentlich wollte er nie wieder einen Fuß in die Stadt setzen. Dann braucht er einen Unterschlupf. Er muss ja irgendwo auch wohnen. Und die einzige Maklerin des kleinen Dörfchens ist, wie heißt sie nochmal, Cassie, seine Jugendliebe. Ja, da ist Ärger und Stress und Streitereien und so weiter vorprogrammiert. Ich, ja, möchte jetzt nicht zu nah auf die Geschichte eingehen, weil bei vielen Punkten müsstet ihr wissen, was in Band 1 bis 3 geschehen ist. Und da ich euch ja jetzt einfach nicht spoilern möchte, kann ich euch nur so viel sagen, dass Rose Bloom einfach wunderschöne Bücher schreibt. Ich mag ihren Schreibstil total. Es lässt sich einfach total angenehm lesen. Und ich sage euch einfach mal so,
wer jetzt zum Beispiel die Reihe hier gemocht hat und wer die Green Valley-Reihe gemocht hat, der sollte es vielleicht sich mal überlegen, auch der New Hope-Reihe eine Chance zu geben. Rose wird wahrscheinlich jetzt jubeln, wenn man sie mit Lily Lucas vergleicht. Aber das Feeling, das beim Lesen aufgekommen ist, war bei mir tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Und machen wir deshalb gleich weiter mit der lieben Lily Lucas, die ich auf der Buchmesse leider auch nicht getroffen habe, auch wenn ich es mir sehr, sehr gewünscht habe. A Place to Grow ist der zweite Teil der Cherry Hill-Reihe. Beim ersten haben wir June McCarthy, genau so hieß sie, begleitet. Und hier geht es um ihre Schwester Lilac. Lilac ist, ich glaube, die älteste Schwester, wenn ich das jetzt richtig weiß, und arbeitet im kleinen Hofladen, nenne ich es jetzt mal, ihrer Farm und macht dort Marmeladen und bietet Kuchen an. Halt so, wie man sich so einen richtigen Farmladen vorstellt. Und genau das hat mir halt auch richtig gut gefallen, dass dieser Laden halt auch öfter Thema war und dass man so ein bisschen in den Alltag dieses kleinen Lädchens reinschnuppern konnte. Sie organisiert halt auch das große Peach Festival und auf einmal steht Beau Radisson vor ihr, ich nenne es mal Konkurrent. Er betreibt halt eine der größten Farmen im Umkreis und ja, die Farm läuft halt sehr, sehr gut und Cherry Hill ist halt so eine kleine Familienbetriebsfarm, halt wirklich nur mit 3-4 Mitarbeitern, die halt gucken muss, wie sie über die Runden kommt und sich halt nicht so viel erlauben kann wie diese große Farm von Beau und seiner Familie. Als Beau dann plötzlich das heißgeliebte Peach Festival ändern möchte und ja auch für Außenstehende lukrativer machen möchte, geht Lilac natürlich gleich mal in die Eisen, sagt, ey, nee, Freund, so nicht. Und dann gibt's wunderschöne Geplänkel zwischen den beiden. Man merkt aber auch einfach, dass bei denen die Luft knistert. Und diese ganze Thematik hat mich so ein bisschen an die Reihe von Katinka Engel erinnert. Diese Where the Roots Grow Stronger, Where the Waves Rise Higher und Where the Clouds Move Faster. Ich glaube, der zweite Teil ist der mit den Wellen. Und da geht es auch um zwei Kontrahenten im Whisky-Business, die sich plötzlich gar nicht mehr so kacke finden. Genauso ist es halt auch hier. Ich meine, da verrate ich euch jetzt nichts. Das Trope Enemies to Lovers wird hier halt auch im Klappentext erwähnt und ist auch tatsächlich eins meiner liebsten Tropes. Also ich möchte auch unbedingt noch einen Roman schreiben im New Adult-Bereich. Und da habe ich auch schon angefangen mit dem Plot, wo es halt auch um eine Enemies to Lovers Geschichte geht. Aber mehr dazu werde ich euch irgendwann mal in einem gesonderten Video erzählen. Hier soll es jetzt nur um meinen Lesemonat gehen. Ich finde einfach, Lily Lucas schreibt super schöne Bücher. Sie ist eine meiner liebsten Autorinnen im deutschsprachigen Bereich und ist tatsächlich auch eine Autorin, von der ich einfach alles kaufe, ohne jemals den Klappentext gelesen zu haben, weil ich einfach weiß, dass diese Frau mich in ihre Welt zieht und mir diese Welt auch gefallen wird. Dann haben die liebe Tatjana und die liebe Ina und ich es endlich geschafft, unseren Buddy Read von Isara weiterzulesen bzw. zu hören. Das ist nämlich eins der Bücher, das ich zwischendurch auch immer mal gehört habe, weil es ist einfach super dick und ich habe bei BookBeat gesehen, dass sie online sind und die anderen Mädels haben es auch teilweise gehört. Ich kann euch jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Also wir haben den dritten und den vierten Band jetzt gelesen, diesen Monat. Ob die anderen mit dem vierten schon fertig sind, weiß ich nicht. Ich wollte ihn aber unbedingt noch in diesen Lesemonat packen, damit ich 3 und 4 euch einfach zusammen zeigen kann. Also den dritten habe ich jetzt gerade nicht hier liegen, aber es sieht halt aus wie dieser hier, nur dass das Gesicht von dem Mann so rum ist. Ich kann euch auch gar nicht so viel zur Story sagen. Es geht einfach nur darum, dass in Band 1 Ari plötzlich erfährt, dass sie kein normales Mädchen ist und sie trifft auf Lucien und es geht eigentlich die ganzen Bände über um die Geschichte A zwischen Ari und Lucien und B
um die Familiengeschichten der beiden. Also es ist kein Romeo und Julia-Style. Es ist einfach Fantasy mit minimalen Dystopie-Elementen. Julia Dippel schreibt meines Erachtens auch wunderschön. Also obwohl die Bücher so dick sind, es sind, lass mich lügen, Band 4 hat knapp 500 Seiten, aber man kommt so gut durch das Buch, einfach weil Julia das total realistisch und bildlich schreibt. Also man kann sich wirklich die ganzen Orte und Gebäude etc., die hier erwähnt werden, super gut vorstellen und auch alle Fantasy-Elemente, sage ich jetzt einfach mal, die sie erschaffen hat, rund um die Gruppe von Ari und Lucien, weil nicht jeder menschlich ist, ich sag's mal so. Diese ganzen Elemente, die hast du so schnell drin. Also wir haben Band 1 und 2, ich glaube Anfang des Jahres gelesen und haben es dann die ganze Zeit nicht geschafft, weiterzulesen und sind jetzt nochmal eingestiegen bei Band 3. Und wir hatten irgendwie so überlegt, ja, weiß noch jemand, was in 1 und 2 ganz genau passiert ist? Aber man hat irgendwie so 50 Seiten gelesen und war direkt wieder zack in der Geschichte drin. Und das macht ein Buch für mich eigentlich so interessant, beziehungsweise die Autorin so genial, nenne ich es einfach mal, dass man kein großes, was bisher geschah, braucht, um direkt wieder in der Story drin zu sein. Und das macht das Ganze für mich bei einem Autoren so genial, wenn man kein großes, was bisher geschah, braucht, um im nächsten Band wieder direkt in der Geschichte drin zu sein, weil es einfach so mitten im Geschehen dieses Bandes werden immer noch mal so Punkte aus Band 1 und 2 erwähnt, ohne jetzt wirklich zu sagen, das ist passiert, sondern es fließt einfach so mit. Genau das habe ich hier geliebt und diese Reihe ist einfach eine Must-Read-Reihe für mich. Es ist ein Jugendbuch mit Fantasy-Elementen, aber ich mit meinen paar 30 Jahren habe es trotzdem sehr, sehr gefeiert, weil es nämlich nicht unbedingt so kindlich ist, wie man es erwarten würde. Kommen wir von dem einen Jugendbuch gleich zum nächsten. Ich bin dein Schicksal von Kira Licht ist der Reihenauftakt der Dusk and Dawn Dilogie. Der zweite wird da heißen, lass mich lügen, jetzt muss ich euch gleich noch was zeigen. Ach Gott, wie heißt sie denn? Hatte ich das nicht irgendwo gesehen? Genau, wir sind die Ewigkeit. So heißt der zweite. Und die hatten auf der Buchmesse einen riesen Stand, würde ich es nicht mal nennen, aber an dem Stand von Lübbe, One gehört ja auch dazu, war eine riesen Wand aufgebaut, wo quasi der Titel eingeblendet wurde oder aufgedruckt wurde. Und dort waren überall so Kartenhalter und du konntest dir quasi diese Karten hier mitnehmen. Das war jetzt gerade Emerald, aber es gab halt auch Onyx und Co. Und wenn man das Buch gelesen hat, weiß man auch, für was diese Edelsteinnamen stehen. Im Buch gibt es nämlich verschiedene Kartelle und die sind nach Edelstein benannt. Wir begleiten hier unsere Protagonistin Erin. Sie besitzt die Gabe, die Noctua zu sehen. Das sind quasi kleine Monster, die eigentlich niemand sehen sollte, aber sie kann sie sehen. Sie hat diese Gabe und ja, sie lernt da auch einen Jungen kennen, der auch ein Noctua ist und der ist plötzlich verschwunden und taucht Jahre später plötzlich wieder auf. Darum dreht sich so ein bisschen die Geschichte. Aber für mich war das Highlight einfach diese Noctua, weil diese Monster mich total an Pokémon erinnert haben, aber irgendwie auch nicht. Also es war ganz, ganz, ganz schwierig zu erklären. Es ist nicht so, dass sie diese Noctua ständig um sich hat und sammelt oder so. Aber sie kann mit ihnen interagieren. Sie hat auch drei eigene, die bei ihr leben und die ihr hin und wieder auch immer mal wieder helfen. Und die Kartelle sind auch, oder diese Monster sind auch in verschiedene Gruppen unterteilt. Also es gibt die Alpha, Beta, Gamma und so weiter Monster. Je nach Stärke natürlich eingruppiert.
Und Kel, der Junge, ist natürlich ein Alpha, also einer der stärksten Noctua, die es gibt. Und die beiden verbindet eine eigentlich innige Freundschaft bis zum Tag, an dem er einfach kommentarlos verschwindet. Und nachdem er dann wieder auftaucht, ja, bahnt sich natürlich wieder was zwischen ihnen an. Aber ich konnte tatsächlich diese Liebe zwischen den beiden teilweise echt nicht richtig greifen. Also nicht, dass ich denen nicht geglaubt habe, dass die sich mögen, aber irgendwie war es für mich, ja, man hätte da an manchen Szenen, ich kann jetzt nicht zu nah ins Detail gehen, weil sonst verrate ich euch, was passiert, aber dass einfach diese Szene das Potenzial hat, die Liebe zwischen den beiden zu verdeutlichen, und irgendwie ist das nie passiert und das hat mich ein bisschen geärgert. Alles in allem, ja, kann ich jetzt auch nicht so viel auf die Story eingehen, weil ich dann zu viel verraten würde, aber ich sag mal so, es ist für mich auch so eine Einsteiger-Fantasy, weil es nicht so Hardcore-Fantasy-Elemente hat, die den Leser verwirren, sag ich mal. Ich sag mal, bei High Fantasy ist ja oft so, dass du die ersten 100, 150 Seiten denkst, hä? Ich verstehe gerade gar nichts. Und dann fängt es langsam an, dass du es halt doch verstehst. Hier ist das gar nicht, also du kannst das wirklich komplett ohne Fantasy-Vorwissen lesen und ja. Am Ende denkst du dir, ich möchte gerne wissen, wie es in Band 2 weitergeht. Bringt ihn bitte jetzt auf den Markt. So ging es mir zumindest. Kommen wir zum letzten Buch, das ich diesen Monat gelesen habe. Das war Air Awoken von Elise Kova. Da gab es auf der Buchmesse auch ein cooles Event abends, auf das ich leider nicht eingeladen war, vom Carlsen Verlag. Aber ich habe Bilder gesehen und das war mega. Aber das Buch war auch mega. Was eine grandiose Überleitung. Ich habe richtig Spaß gehabt beim Lesen und es hat mich seit langem mal wieder so richtig gecatcht. Also letzten Monat habe ich, glaube ich, auch Dark Sitchins gelesen, was mich total überzeugt hat. Aber Air Awoken kann da auf jeden Fall mithalten. Ich habe es zwischendurch auch immer mal als Hörbuch gehört, weil ich in dieser Woche viel Arbeit hier in meiner Wohnung hatte und es sich dann einfach angeboten hat. Und da muss ich auch sagen, das ist zum Beispiel so ein Buch, das man trotz Fantasy auch sehr gut hören kann, weil ich finde, dass es, auch wenn man mal so eine Minute verpasst oder so, man trotzdem noch mitkommt. Bei anderer Fantasy fällt es mir oftmals schwer, da noch hinterherzukommen. Ich habe ja zum Beispiel das Reich der Vampire von Jay Kristoff auch versucht zu hören und das war totale Katastrophe. Hier klappt das tatsächlich wunderbar, weil die Autorin es einfach schafft, total angenehm die Fantasy-Elemente einzubauen und man dadurch halt nicht ganz so schnell verwirrt ist. Aber um was geht's eigentlich? Also wir begleiten die junge Vala. Sie rettet dem Kronprinzen das Leben durch ihre Recherche in der Bibliothek und macht dadurch aber auch andere Parteien auf sich aufmerksam. Denn Vala ist nicht, wie sie denkt, ein gewöhnliches Mädchen. Nein, sie hat Magie in sich. Und genau dieser Kronprinz Altric heißt er, glaube ich. Genau. Hilft ihr dabei, ihre Kräfte kennenzulernen und sie zu erlernen, sage ich jetzt einfach mal. Denn Vala ist die erste Windläuferin seit 150 Jahren. Also es geht sehr, sehr viel um Elementarmagie. Sie ist Windläuferin. Altric hat das Element des Feuers für sich entdeckt. Nein, so kann man es nicht sagen. Also ihm... Seine Gabe beruft sich auf das Element des Feuers. So, ich habe dieses Zusammenspiel der beiden Charaktere total gefeiert. Er ist halt manchmal so richtig rabiat und sie ist aber auch nicht auf den Mund gefallen. Also sie denkt zwar einerseits, oh mein Gott, es ist der Kronprinz, ich muss mich jetzt ganz leise verhalten und darf nichts sagen, aber so manchmal platzt es auch aus ihr raus und du denkst dann so, oh oh, und sie denkt dann auch so, oh oh, aber... Die Dinge, die genau dann passieren, wenn sie ihren Emotionen freien Lauf lässt, die haben das Buch für mich total besonders gemacht, weil es einfach jedes Mal zu etwas geführt hat. Jetzt fällt hier die Luftkarte raus. Die gab es nämlich übrigens,
ich weiß nicht, ob nur bei der Erstauflage oder ob die allgemein immer dabei ist. Aber zum Beispiel auch der Buchschnitt ist nur bei der Erstauflage, wenn ich das richtig weiß. Ja, jetzt hat sie mich komplett rausgebracht, die Karte. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich kann nur so viel sagen, das Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin schon sehr gespannt auf die weiteren Bände. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel es werden sollen. Aber ich denke mir halt, wenn es um vier, also es gibt ja vier Elemente, wenn es um alle vier gehen soll, dann wäre es ja schön, wenn es auch vier Bücher geben würde. Also Band 2 heißt Firefallen. Da geht es dann wohl um das Element des Feuers. Das habe ich gerade hier hinten entdeckt. Aber mehr steht leider Gottes auch noch nicht drin. Ich werde das Ganze aber recherchieren und euch in einem der nächsten Videos bestimmt irgendwann mal erzählen. Spätestens in meinem Neuzugänge-Video, wenn das Buch denn dann erscheint. Ihr Lieben, das war mein Lesemonat des Monats Oktober. Ihr dürft mir jetzt gerne mal in den Kommentaren verraten, ob ihr eins der Bücher vielleicht auch schon gelesen habt, wie ihr es empfunden habt, ob es euch gefallen hat, ob es euch nicht gefallen hat, ob ihr eins der Bücher vielleicht auf eurer Wunschliste habt und so weiter und so weiter. Ihr wisst's, ihr dürft einfach mit mir kommunizieren, da freue ich mich immer sehr drüber, wenn ich eure Meinung auch mal höre. Ansonsten dürft ihr mir auch gerne bei Instagram folgen und da ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher, ein bisschen hin und her zu schreiben. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Küsse euer Herz. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.